Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Und ich habe mich selber ein bisschen gewundert, dass dieser Charakter noch nicht dran kam, aber ja, über Dennis Creevy ist bisher leider noch nichts erschienen. Deswegen heute für euch 10 Fakten über genau diesen Charakter. Viel Spaß dabei! Wir beginnen natürlich mal wieder mit Fakt Nummer 1. Bei Dennis Creevy handelt es sich um den jüngeren Bruder des etwas bekannteren Colin Creevy. Er wurde zwischen dem 1. September 1982 und dem 31. August 1983 in Großbritannien oder Irland geboren. Fakt Nummer 2: Dennis Creevy ist genauso wie sein Bruder ein muggelgeborener Zauberer. Über seine Mutter ist soweit nichts bekannt. Über seinen Vater wiederum wissen wir, dass er beruflich als Milchmann aktiv war. Fakt Nummer 3. Im Jahre 1994 begann Dennis seine Hogwarts-Ausbildung und wurde dort, genauso wie sein Bruder, ins Haus Gryffindor einsortiert. Fakt Nummer 4. Tatsächlich war es ein sehr großer Zufall, dass Dennis Muggeleltern gleich 2 magische Kinder zur Welt brachten, da dies nur in extrem seltenen Fällen vorkommt. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Bei der Fahrt über den Schwarzen See Richtung Hogwarts fiel Dennis aus dem Boot in das vom Sturm aufgepeitschte Wasser und wurde schließlich vom dort lebenden Riesenkraken gerettet und zurück ins Boot geschleudert. Fakt Nummer 6. Obwohl Hogwarts-Schüler erst ab ihrem 3. Schuljahr in Zaubererdorf Hogsmeade dürfen, hat es Dennis aus irgendeinem Grund bereits in seinem 2. Schuljahr dorthin geschafft, als er an der 1. DA-Versammlung teilnahm. Der Grund dafür ist jedoch nicht bekannt. Fakt Nummer 7. In einer nachträglich gelöschten Szene von Harry Potter und die Kammer des Schreckens sagte Colin Creevy, er sei der einzige Zauberer in seiner Familie. Und das, obwohl sein Bruder Dennis dort bereits 8 bzw. 9 Jahre alt war und sich in diesem Alter bereits magische Anzeichen bemerkbar machen. Fakt Nummer 8. Nach seinem 3. Schuljahr verließ Dennis die Hogwarts-Schule, da Voldemort im Jahre 1998 die Schule übernahm und zu diesem Zeitpunkt keine muggelgeborenen Zauberer bzw. Hexen Zutritt hatten, weshalb Dennis die Flucht ergriff. Fakt Nummer 9. Während sein Bruder Colin während der Schlacht um Hogwarts zerstarb, ist über Dennis' weiteres Leben leider nichts bekannt. Weder ob er überlebt hat oder selbst überhaupt Teil der Schlacht war. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Obwohl Dennis in keinem Harry Potter Film zu sehen ist, befindet sich seine Unterschrift trotzdem auf dem Pergament an DA-Mitgliedern im Film zu Harry Potter Teil 5. Dies bedeutet, dass er zwar nicht verkörpert wurde, wohl aber indirekt Teil der Filme war. Ja, das waren meine 10 Fakten über Dennis Creevy. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo freuen. Wollt ihr weitere Faktenvideos abchecken, dann macht das gerne über die unten verlinkte Playlist. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!